Habt ihr gelesen? Die FDP-Basis ist total frustriert. Da gibt's eine riesige Austrittswesterwelle. Neuer Spitzel bei der FDP. Und der plaudert nicht nur vor US-Diplomaten, sondern vor der ganzen Welt. Ja, Rummaulwurf Wolfgang Kubicki behauptet, seiner Partei drohe wie der DDR der Zerfall. Der FDP-Soli scheint nur noch eine Frage der Zeit. Nee, der DDR-Vergleich, der geht natürlich gar nicht. Ich meine, das war eine Truppe ohne Rückhalt im Volk. Die haben immer nur Versprechungen gemacht und ihresgleichen die Vergünstigungen zugeschoben. Gut, das ZK zwar auch, aber bei denen stimmten wenigstens die Wahlergebnisse. Letztlich kritisiert der Kubicki ja vor allem, dass sich die Parteiführung immer mehr von der Basis abkapselt und nicht mehr mit ihr redet. Ja, viele Parteimitglieder erfahren Neuigkeiten nur noch über WikiLeaks. Möglichkeiten dafür gibt es ja genug, wie man hier sieht. Auf dieser Karte wird angezeigt, wie oft und vor allem wo in der Welt die WikiLeaks-Dokumente zurzeit gemirrored werden. Tja, wundert euch nicht, wenn die Amerikaner bald Deutschland abschalten. Und wer nicht nur Infos von, sondern auch über WikiLeaks sucht, der sollte sich WikiRebels anschauen. Eine aktuelle Dokumentation des schwedischen Fernsehens, für die zwei Journalisten, Julian Assange und Co. 6 Monate lang begleitet haben. Aber auch Außenstehende kommen zu Wort. Und so entsteht ein interessantes Porträt über die geheimnisvollen Geheimnisverräter. Wir haben WikiLeaks ja ganz bewusst nicht unterstützt. Wir hoffen, dass dieser Anonymous auch unsere Website attackiert. So eine DOS-Attacke sieht bestimmt voll gut aus in der Klickstatistik. Komisch übrigens, dass ausgerechnet der Spiegel WikiLeaks nicht mirrored. Naja, der FDP wird's recht sein. Die wollen ab sofort ja am liebsten alles top secret halten. Angefangen bei den Umfragewerten. Geheime Dokumente sollte die FDP künftig besser als WWF speichern. Ein papiersparendes Dateiformat, das man nicht ausdrucken kann. Und so natürlich auch nicht mal eben mitnehmen. Den positiven Umwelteffekt müssen die Liberalen dafür einfach in Kauf nehmen. Und bereits vorhandene Geheimakten kann man ja schnell mit dem Handpaper-Shredder vernichten. Der, auch ganz umweltfreundlich, mit Muskelkraft betrieben wird. So kann man sich schön einen Reißwolf drehen. Alternativ könnte man die Dokumente aber auch einfach Simon's Cat überlassen. Die in der lustigen Weihnachtsepisode Santa Claus ihre legendären Zerstörungskünste am Christbaum demonstriert. Zum Entsetzen ihres lernresistenten Besitzers. Ja, im nächsten Jahr dann vielleicht lieber gleich einen Kratzbaum. Na, habt ihr heute schon das 13. Türchen am Adventskalender aufgemacht? Ach, schon am 1., deswegen leer. Aber macht doch nichts, manchmal kann ja auch Türchen aufmachen an sich eine große Freude sein. So wie in diesem Fall für den eingefleischten Trekkie Mark. Der hat sein Heim in Miami nämlich mit einer typischen Star Trek-Tür modernisiert und deren Bau auf seiner Website auch genau erklärt. Per Luft- und Knopfdruck öffnet sich ihm die Tür zum Schlafzimmer, als wäre er Captain Kirk persönlich. Fehlt nur noch die Beam-mich-zum-Kühlschrank-Funktion. Ein echtes Raumschiff kann man dagegen bei Commemorating Shuttle hautnah erleben. Eine Dokumentation über die Starts von 3 NASA-Missionen aus bisher meist noch nicht gezeigten Kameraperspektiven. Und vor allem in Superzeitlupe. Zum besseren Verständnis wird jede Zehntelsekunde des Startvorgangs von Experten haarklein kommentiert. Und da sieht man mal, was die arme Schwerkraft alles erträgt, bevor sie sich schließlich geschlagen gibt. Das war Ehrensenf, ich bin Pia. Tschüss! Na Perro, wie gefällt dir die neue Hundetür?